So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit dem PS Plus Game im Monat März. Da gibt es ja einige, wie zum Beispiel Sifu, das ihr gerade im Hintergrund seht, Formel 1 2023, Hello Neighbor 2 und Destiny The Witch Queen. Ja, Sifu ist ein Game, ist wirklich anspruchsvoll, also es ist so, es ist schon schwer, aber wenn man sich mal eingespielt hat, macht es richtig Spaß. Es ist ein bisschen, könnte man jetzt sagen, Metroidvania, bisschen Roguelike, bisschen Souls-like. Das hat alles ein bisschen was von den ganzen, ist aber keines von diesen Genres richtig. Es mischt verschiedene Genres ineinander und hat ein wirklich geiles Kampfsystem, das kompliziert ist für einen Anfang, wenn man denkt, okay, was kann man hier alles machen? Aber wenn man sich mal eingespielt hat, vor allem wenn man mal richtig im Flow ist, dann geht das Spiel richtig ab. Und ich bin ja Kampfsport-Fan, ich liebe Kampfsportfilme und generell Sachen, die mit Kampfsport zu tun haben. Und da hat sich das Spiel dann natürlich angeboten, sich anzuschauen. Ich hatte es schon bevor PlayStation Plus das Spiel reinkam und es ist wirklich richtig geil. Es macht richtig Spaß, es gibt richtig coole Fight-Sequenzen, die man hier hat. Und die Fights, die sind auch richtig geil inszeniert. Also man hat hier wirklich richtig geile Areale, in denen man kämpft. Und die Gegner sind auch so, dass die immer angreifen. Also es gibt hier nicht irgendwie Leute, die warten, bis man den einen besiegt hat, sondern hier wird ständig angegriffen. Und darauf muss man sich dann einstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, Abkürzungen zu finden, wie ihr hier seht. Da kann man den Level dann abkürzen, was wiederum dazu führt, dass man den Level natürlich leichter schaffen kann. Denn je weniger Gegner man besiegen muss, umso schneller kommt man zum Endboss. Und dann kann man mit eben dem, was man bis dahin geschafft hat, dann den Endboss versuchen. Es ist nämlich so, je öfter ihr sterbt, umso älter werdet ihr. Und das summiert sich dann immer mehr. Es wird dann immer mehr. Und ja, wenn ihr ein gewisses Alter erreicht habt, dann seid ihr tot und könnt nicht mehr aufstehen. Und wenn ihr es aber schafft, eben ein Level zu schaffen, ohne zu sterben oder den Boss, dann ist es eben umso besser, ihr kriegt dann auch mehr XP und dann wird eben auch das leichter, dann durchs Spiel zu kommen, um dann auch die Bosse zu schaffen. Denn bei den Bossen ist es wirklich heftig. Also die zu schaffen, ohne zu sterben, ist schon wirklich eine mega Herausforderung. Und ja, es gibt auch verschiedene Kostüme, die man freischalten kann und es gibt auch verschiedene Spielmodi, die man hat. Also man kann nicht nur die Geschichte folgen, sondern auch die Arenen spielen und es gibt dort auch Bestenlisten, da kann man sich dann vergleichen, wie man abschließt gegenüber anderen Leuten. Es gibt verschiedene XP-Freischaltungen, die man kriegt. Man kann verschiedene Schreine finden, wo man wiederum neue Kombos freischaltet und dort dann eben neue Kombinationen hat, wie man das Spiel dann spielen kann. Und es gibt ja auch Waffen in der Umgebung, wie ihr seht. Ich kann immer wieder Sachen aufheben, wie jetzt zum Beispiel eine Flasche, die ich geworfen habe. Man kann Finisher machen und man hat dann die Möglichkeit, auch die Waffen, wenn die Gegner die Waffen fallen lassen, dann selber zu verwenden und die dann zu benutzen, um die Gegner zu besiegen. Und davon gibt es echt viele. Also es gibt halt, wie ihr hier seht, so Holzwaffen, es gibt auch Schwerter, es gibt Dolche, es gibt alles Mögliche. Und ihr müsst aber auch gucken, dass ihr blockt. Das habe ich jetzt hier noch nicht so gut gemacht, deswegen bin ich jetzt hier auch gestorben. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt hier kalt ins Spiel reingegangen. Ich bin nicht eingespielt, ich habe mich nicht vorbereitet, sondern ich habe gesagt, hey, das kommt jetzt zum Plus, ich spiele mal wieder. Und ja, hab da sowieso noch einiges vor, um die Platin zu erreichen, aber es ist schon echt krass. Also man muss sich da wirklich ein bisschen einspielen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt am Anfang die ersten Level spielt und gleich am Anfang öfter stirbt. Ich sag's euch gleich, lasst das Spiel erstmal euch reinfinden, spielt's ein bisschen, sterbt ruhig ein paar Mal und wenn ihr das erste Level gar nicht schafft, ist nicht schlimm. Denn ihr werdet besser werden und dann packt euch das Spiel, dann werdet ihr jede Runde besser, jede Runde schafft ihr es weiter und dann kommt nämlich dieser Flow, in dem man sich spielt und dann blockt man fast jeden Schlag, dann killt man jeden Gegner und die Bosse sind dann auch nicht mehr wirklich das Problem. Und es ist so,
dass ich irgendwann wirklich alles nur noch automatisch gemacht habe. Also man hat dann geblockt, man hat sich gedreht im richtigen Moment und das ist das, worauf das Spiel aufbaut. Das Spiel baut darauf auf, dass ihr euch wirklich einzockt, dass ihr euch reinzockt in das Spiel und immer besser werdet, jede Runde. Und das schafft das Spiel auch. Das ist wirklich geil gemacht. Also man kommt da rein, man wird richtig auf die Schnauze kriegen und dann, je weiter man kommt, umso besser wird man und dann macht es wirklich mega viel Spaß, dann auch das Spiel zu spielen und die ganzen Herausforderungen zu schaffen, die Geheimwege zu finden und so weiter. Also es geht richtig ab und wenn man dann mal drin ist, also je besser man dann wird, umso mehr Spaß macht es dann auch. Und ja, für mich ist das Spiel ein kleines Meisterwerk, was Indie-Games angeht, zumindest was Kampfspiele angeht, also wo man sagen kann, okay, mal jetzt ein Abenteuer-Kampfspiel, wo man eine Geschichte spielt, aber auch kämpfen kann. Und die Kampfchoreografie und das Ganze, wie die Geschichte dann dadurch auch erzählt wird, ist wirklich super gemacht. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe da einen kleinen Schrein gefunden oder besser gesagt eine kleine Figur. Die hat mir dann die Möglichkeit gegeben, eben Sachen zu verbessern. Und dann geht man weiter durchs Level durch und kommt dann auch weiter voran. Es gibt gewisse Türen, die man eben finden kann, wie ich schon gesagt habe. Da findet man dann auch entweder Geheimnisse oder verschiedene Freischaltungen und kann dann auch hier eben ja Geheimwege finden, die das Spiel dann oder das Level schneller abschließen lassen. Dadurch wird es eben einfacher für euch und dann könnt ihr schneller vorankommen. Und ja, es macht wirklich mega Fun, sich da auch dann einzuspielen und die Level sozusagen auch auswendig zu lernen. Denn die Level sind nicht allzu groß, aber ihr könnt sie dadurch auch schneller lernen und wisst dann, okay, wo kommen welche Gegner, wo muss ich wo aufpassen, wo liegen vielleicht welche Waffen rum. Und jetzt sind wir auch schon beim Endboss angekommen. Und ja, die Endbosse haben es wirklich in sich. Die sind richtig krass. Da muss man wirklich voll aufmerksam sein, was die machen, was die vorhaben, wie die kämpfen. Und da ist es dann wirklich, da kommt es wirklich drauf an, im richtigen Moment zu blocken. Denn ihr könnt nicht unendlich blocken. Ihr habt eine Anzeige, die dann mit der Zeit runtergeht. Und wenn ihr zu oft blockt, dann habt ihr so eine, ihr seht unten die Anzeige, die wird immer voller. Und wenn ihr zu oft blockt, dann, ja, dann geht die Anzeige weiter runter und irgendwann könnt ihr nicht mehr blocken und dann wird euer Block gebrochen und dann seid ihr für Angriffe anfällig. Und das ist etwas, das muss man versuchen zu vermeiden. Das gelingt mir jetzt hier nicht so gut, aber wie gesagt, ich bin nicht eingespielt. Wenn man aber dann eben eingespielt ist, dann kann man das richtig einschätzen. Es lohnt sich auch ab und zu mal eben wegzugehen aus dem Bereich, wo man getroffen werden kann, ein bisschen wegzurennen, sich wieder zu sortieren, dann wieder rein. Und ja, jeder Gegner, also jeder Boss hat auch andere Arten, wie er angreift. Die muss man auch erstmal lernen. Es ist aber so, die bleiben so, wie sie sind. Die verändern sich jetzt nicht, sondern die greifen schon ziemlich ähnlich an, außer man spielt jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder hat da irgendwie dann beim höchsten Schwierigkeitsgrad haben die dann nochmal andere Angriffsfolgen. Aber auf dem normalen, so wie ich es gespielt habe, da ist es dann so, dass man das wirklich lernen kann. Dann checkt man, okay, was kann man hier machen? Genauso hier mit den Sträuchern, die hier in der Umgebung sind, da kann man ja nicht durchschlagen. Und da wird man dagegen geboxt. Das kann man auch nutzen für sich, dass man zum Beispiel seine Anzeige füllt. Denn wenn seine Anzeige voll ist, dann kann man ihn auch finishen. Und da kommt es dann auch drauf an, man muss auch drauf achten, okay, weicht da jetzt viel aus. Wenn er viel ausweicht, vielleicht nicht schlagen, ein bisschen warten und dann halt im richtigen Moment wieder zuschlagen. Und die Bosskämpfe sind auch das große Highlight vom Spiel. Also bei denen, die gehen richtig ab und die machen wirklich mega viel Spaß. Und es ist dann auch so, dass sich nach einer gewissen Zeit die Phase ändert vom Bosskampf. Da verändern sie dann nochmal ja, die Angriffsmuster und die Art, wie sie kämpfen. Da muss man sich dann auch nochmal drauf einstellen. Aber bei den meisten ist es dann so, dass wenn man die ein, zwei Mal gespielt hat, dann weiß man, okay, was kommt jetzt, auf was muss man achten, welche Angriffsarten kommen und ja, dann wird es eigentlich auch dann leichter, je öfter man den Bosskampf dann spielt. Und hier ist es jetzt so, dass er dann immer wieder aus dem Gebüsch rauskommt oder halt aus dem Bambusgestrüpp. Und da muss man da ein bisschen drauf aufpassen. Er hat jetzt auch ein Schwert, das macht klar auch mehr Schaden. Aber ja, das ist etwas, das lernt man nach der Zeit. Und ich kann nur sagen, also
wenn man sich da eingespielt hat, das macht so Fun und man spielt sich dann auch in einen Rausch. Also man kann dann auch nicht mehr aufhören, man will dann das nächste Level schaffen, das nächste Level, man will immer weiterkommen und wenn man es dann geschafft hat, dann geht man schon in den nächsten Run rein und macht es noch besser und kommt dann noch weiter, ohne zu sterben und ja, kriegt dann immer mehr Geheimnisse auch, die man entdeckt und auch die Geheimwege, um dann die Level schneller zu schaffen. Und dann geht es einfach richtig ab und macht mega viel Spaß. Und die ganzen Waffen, die man dann auch finden kann, man weiß dann, wo die Orte sind, wo man die Waffen findet. Man nimmt die dann mit. Wenn die kaputt gehen, man entwickelt sich dann auch weiter, was die Fähigkeiten angeht. Dann brechen die Waffen weniger. Man kann die Waffen länger für sich behalten. Hat dadurch mehr die Chance, die Leute zu brechen, also die Deckung zu brechen und dann, sie dann zu besiegen. Und das ist einfach ein richtig cooles System vom Game, das euch dann dazu bringt, dass ihr halt richtig, richtig viel Spaß damit habt und eben dann immer weiterkommt. Ich meine hier, ich sterbe jetzt hier öfter, aber es ist wie gesagt so, man muss sich da wirklich einspielen. Man kann nicht in das Spiel kalt reingehen und ist direkt bombastisch drauf oder so. Klar gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das kann, aber es ist schon so, man muss sich einzocken, aber wenn man dann mal warm gelaufen ist, dann macht es richtig Fun und geht richtig ab. Und ich finde, das ist wirklich ein richtiges Highlight bei PlayStation Plus jetzt und ich kann es euch nur empfehlen, euch das mal anzuschauen. Es macht mega Fun. Man sollte sich sowieso immer die PlayStation Plus Games in die Bibliothek hinzufügen und man weiß ja nie, ob man da mal Bock drauf hat oder das zocken will. Und ihr seht es ja auch, man kommt dann auch immer weiter und kann es dann irgendwann auch schaffen, dass man den Gegner bricht. Klar, hier hätte ich jetzt früher auch auf die Waffe dann aufmerksam werden können, dass die rumliegt. Dann hätte ich die nehmen können, dann wäre es auch noch ein bisschen einfacher gewesen. Aber ja, die Bosskämpfe sind das große Highlight. Die Levels generell sind super gemacht. Die Grafik und die Musik ist auch toll. Also der Soundtrack, den habe ich auch auf meinem Handy, der ist richtig genial. Und ja, jetzt würden wir dann zum nächsten Level gehen und dann kann man eben ja weiter voranschreiten und weitere Geheimnisse finden oder eben Levelabschnitte, wo man vorher noch nicht gesehen hat und spielt dann die und entwickelt sich weiter mit den Fähigkeiten, wie ihr hier seht. Man kann dann auch Waffen abfangen, die dann gegen die Gegner wieder verwenden und so weiter. Richtig, richtig gut. Ja, ich werde noch weitere Videos zu den Plus-Games machen, zu Formel 1 und zu den anderen. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut mal rein ins Info. Und das soll es dann von mir gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video. Danke wieder für euren Support. Und dann viel Spaß beim Zocken, bei den PS Plus-Games. Und dann hören wir uns wieder. Bis bald. Euer Monster.